So Leute, jetzt also Teil 1 tatsächlich von von dieser Woche Podcast Algodat, also nicht mehr Intro, sondern jetzt der neue Stoff aus der Besenkammer. Ja, wir sind wie gesagt beim Floyd-Algorithmus. Ganz kurz nochmal der Recap. Wir hatten den Dijkstra-Algorithmus als Single-Source-Shortest-Path-Algorithmus, wo wir eben geguckt haben, von einem speziellen Startknoten aus die kürzesten Wege zu allen anderen Knoten in dem Graphen. Und jetzt wollen wir im Prinzip das für jeden Knoten als Startknoten machen, also All-Pairs-Shortest-Path-Algorithmus. Problem. Das heißt, was wir natürlich theoretisch machen könnten, haben wir gerade schon gesagt in dem Intro, wäre, ich mache mal hier das Mikro ein bisschen schöner, wäre natürlich von jedem Knoten aus sozusagen den Dijkstra-Algorithmus fahren zu lassen. Ne? Und da haben wir gesagt, okay, das ist natürlich kubisch in der Anzahl der Knoten, V, ja, weil wir für den Dijkstra selber, für einen Dijkstra quadratisch Aufwand haben. Und wenn wir das für jeden Knoten machen müssen, dann ist das natürlich insgesamt kubisch. Insofern ist die Frage, geht das tatsächlich vielleicht noch ein bisschen schneller oder eleganter oder was auch immer? Wir werden feststellen, es geht nicht wirklich schneller. Kleiner Spoiler. Es geht allerdings ein bisschen eleganter. Das ist jetzt eben zum Beispiel der Floyd-Algorithmus. Und den schauen wir uns jetzt an. Hier ist zunächst mal das Allgemeine, also geht zurück auf einen amerikanischen Informatiker, auch er ist Turing-Preisträger, Robert W. Floyd. Wie gesagt, löst das All-Pairs-Shortest-Path-Problem jetzt. Und auch hier gehen wir davon aus, dass wir eine Kostenadjazenzmatrix haben. Ja? Das heißt also, die Adjazenzmatrix speichert die Kosten zwischen den Kanten oder von den Kanten zwischen zwei Knoten, und falls es diese Kante nicht gibt, gibt es eben ein Unendlich in dieser Matrix. Und wir suchen jetzt eben den Pfad von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten mit minimalen Gesamtkosten. Ja? Und die Idee von der ganzen Geschichte ist jetzt eigentlich relativ einfach, so ähnlich im Prinzip wie der Dijkstra, bloß dass wir das jetzt sozusagen gleich in einem Aufwasch machen wollen, nicht den Dijkstra sozusagen V-mal oder für jeden Knoten einmal loslaufen, sondern wir sozusagen innerhalb eines Algorithmuses das Ganze gleich machen. Ja? Und naja, die Idee ist, wie gesagt, existierende Kanten im Graph natürlich zugrunde legen, so wie beim Dijkstra vorher auch, und jetzt aber sukzessive versuchen, zwei Knoten über einen Zwischenknoten günstiger zu verbinden als bisher. Ja? Das heißt, wir schauen uns jetzt tatsächlich jeden Knoten nochmal genauer an. Allerdings gucken wir nur, ob dieser Knoten irgendwelche Pfade, die wir schon berechnet haben, nochmal günstiger machen als bisher. Ja, das ist also sozusagen ein bisschen anderes Vorgehen. Im Prinzip ist es dasselbe Vorgehen, dass wir jeden Knoten nochmal anschauen und dann aber nicht von dort aus ein Dijkstra loslaufen lassen, sondern nur gucken, macht dieser Knoten einen Pfad, den wir bereits berechnet haben, irgendwelche Kosten, die wir bereits abgeschätzt haben sozusagen, möglicherweise noch nicht final berechnet haben, eben nochmal billiger. Ja? Und das geht eben über so eine Art dynamischen Programmieransatz. Genau, also hier nochmal die Grundidee. Wir betrachten alle Knoten der Reihe nach als mögliche Zwischenknoten K. Ja? Und wir speichern in einer Matrix jeden Schritt, und die wird in jedem Schritt aktualisiert. Ja? Die Matrix, dieses DIJ, das ist die Matrix des Ergebnisses, die speichert sozusagen alle kürzesten Wege oder die Kosten aller kürzesten Wege zwischen oder des kürzesten Weges zwischen allen Knotenpaaren I und J. Ja? Und wie gesagt, die Grundidee ist, dass wir jetzt der Reihe nach alle Knoten betrachten als mögliche Zwischenknoten und gucken, macht dieser Knoten den aktuellen Pfad, den aktuellen kürzesten Pfad, den ich bisher gefunden habe, nochmal besser. Ja? Das heißt, ich habe möglicherweise in irgendeinem Schritt, nach irgendwelchen Schritten, bereits eine Abschätzung von I nach J für den kürzesten Pfad von I nach J. Ja? Das steht also hier in diesem D drinnen, ja, und jetzt ist die Frage, macht der nächste Knoten, den ich betrachte, diesen Pfad nochmal schneller, ja, das heißt, ich gucke mir an, die Kosten von I nach K und die Kosten von K nach J, und wenn diese Summe hier kleiner ist als das, was hier unten drunter steht, nämlich als das, was ich bisher zwischen I und J berechnet habe, dann habe ich einen neuen
besten Pfad gefunden. Ja? Und dann muss ich sozusagen die Matrix, also diesen Eintrag hier zwischen I und J, updaten mit der Summe aus diesen beiden Werten hier oben. Ja? Das ist die Grundidee von der ganzen Geschichte. Ja, und initialisiert wird das Ganze natürlich wieder durch die direkten Kanten des gegebenen Graphen. Das heißt also, ich habe im Prinzip nichts anderes als am Anfang hier in der ersten Version dieser Ergebnismatrix D, nennen wir D0, haben wir nichts anderes als die Kostenadherzenzmatrix drin. Ja? Ich weiß nicht, was das hier sein entspricht, Lösung der Elementarprobleme, das können Sie vielleicht löschen, gedanklich. Ja. Also Initialisierung bedeutet nichts anderes, ich nehme die Kostenadjazenzmatrix des Graphen als erste Lösung her. Ja. Da stehen natürlich noch einige unendlich drinnen, weil es keine Kanten gibt, aber okay, genauso wie vorher beim Dijkstra. Und jetzt, wie gesagt, gehe ich jeden Knoten einmal durch und gucke, macht es diese ursprünglichen Pfade, macht es die besser. Ja? Das heißt, dass ich aktualisiere für jeden Zwischenknoten Folgendes. Ja, also wenn die Wege über den Knoten günstiger sind als die bisherigen Wege, dann muss ich das Ganze aktualisieren. Ne? Das ist genau das, was wir gerade eben hier oben besprochen haben. Also ich setze für jeden Knoten, den ich betrachte, den Pfad zwischen zwei beliebigen Knoten I und J auf das Minimum, das ich bisher gefunden habe, beziehungsweise dem Weg über K. Das ist das I, das ist der Weg von I nach K plus der Weg von K nach J plus dem hier. Ja? Und davon nehme ich natürlich das Minimum. Also nehme ich Minimum aus dem plus dem und diesem hier. Ja? Okay. Und wie gesagt, das entspricht dem Zusammensetzen der Teilergebnisse zur Gesamtlösung. Gut. Das ist immer die Grundidee. Eigentlich relativ einfach. Ja, ich starte mit der Kostenadherzenzmatrix und dann gucke ich mir bei jedem Knoten an, macht es den Pfad von zwei beliebigen Knoten, also von allen Knotenpaaren letztendlich, macht es den Pfad schneller. Ja, das heißt also, ich muss für jeden Knoten vermutlich die gesamte Adjazenzmatrix, also die gesamte Matrix D, also D ist unsere Resultatmatrix, einmal komplett durchgehen und gucken, für alle Paare macht dieser Knoten K das Ganze jetzt schneller. Ja, und da vermuten wir schon, dass wir vermutlich eine ähnliche Zeitkomplexität haben werden wie vorher, nämlich dieses Durchgehen durch die Matrix ist quadratisch, das heißt, wir haben da schon mal V Quadrat und jetzt machen wir das für alle Knoten, deshalb wird das vermutlich wieder V mal V Quadrat, also V hoch 3 sein. Insofern, das, was ich Ihnen vorhin schon gespoilert habe, wird vermutlich so sein, werden wir nicht schneller werden. Egal. Ja? Trotzdem, was das Schöne an der ganzen Sache ist, wir bekommen, das werden wir gleich sehen, tatsächlich auch den Pfad selber mit dieser Hilfe sozusagen raus. Also was ist denn tatsächlich der kürzeste Pfad zwischen den einzelnen Knotenpaaren? Ja? Vorher schauen wir uns aber natürlich nochmal sozusagen ja, den Art Pseudocode an. Ja? Von dieser Idee, die wir jetzt gerade besprochen haben, dass wir eben bei jedem Knoten gucken, macht es den Pfad oder macht es die Pfade schneller? Gut, und ja, das sehen wir hier. Also Pseudocode für den Floyd-Algorithmus. Wie gesagt, wir haben die Kosten. Zunächst mal initialisieren wir das Ganze, wie gehabt. Wir nehmen einfach die Kostenadherzenzmatrix und gut ist. Ja? So, und jetzt müssen wir im Prinzip genau dieses Update machen, was wir vorher gesagt haben. Ne? Also für alle I und alle J gucken wir an. Also für alle Paare I und J gucken wir an. Für alle Ks macht der Weg über K den Weg von I nach J schneller. Ja, das ist genau das, was wir vorhin hier besprochen hatten, hier unten. Ja, das ist die Aktualisierung der Zielmatrix, der Resultatmatrix D. Macht es schneller, über K von I nach J zu gehen oder eben nicht. Ja, dann müssen wir nicht aktualisieren. Das heißt also, in dieser Schleife, in dieser Dreifachschleife, so einer dreifach verschachtelten Schleife, wird der Weg von I nach J abgedatet durch das Minimum von dem, was vorher schon drin stand, und dem Weg über K sozusagen. Genau das, was wir besprochen haben.
Gut, so und jetzt gibt es noch eine wesentliche weitere Änderung, die ich vorhin schon kurz angedeutet habe, nämlich, was heißt Änderung? Also ein Feature, ja, von dem Floyd-Algorithmus. Und zwar, ich kann mit Hilfe dieses Algorithmus tatsächlich jetzt auch den kürzesten Weg sozusagen speichern oder alle kürzesten Wege speichern und zwar auch relativ kosteneffizient. Ne? Normalerweise würde man sich jetzt denken, für jedes Paar von Knoten einen Weg speichern. Oh, das könnte ein bisschen aufwendig werden, dann müssen wir irgendwelche Listen speichern und so weiter. Nein, das können wir tatsächlich auch in einer Knotenmatrix speichern, also in einer Art Adjazenzmatrix speichern. Und das geht eben dadurch, dass wir eben ja, für jeden Knoten eben jetzt gucken, können wir sozusagen über diesen Knoten schneller oder besser werden. Ja, das heißt also, wir können jetzt die Wegeinformation, die wir tatsächlich auch sozusagen gehen müssten, um den kürzesten Pfad zu beschreiten, von einem beliebigen Knoten I zu einem beliebigen Knoten J, die können wir jetzt sozusagen auch aufsammeln in dem Floyd-Algorithmus und das macht der Floyd-Algorithmus auch. Und das schauen wir uns jetzt auch noch zusätzlich an. So, das ist das hier. Also, und zwar speichern wir das hier in einer zusätzlichen Matrix P, die ist auch V kreuz V oder N kreuz N, wenn wir N Knoten haben. Ja, also zusätzlich zu der Kostenmatrix speichern wir auch die Wegeinformation in einer zweiten Matrix. Ja, das ist dieses Groß P. Ja, und zwar initialisieren wir das in einem ersten Schritt auch. Ja, also das D wird ja durch die Kostenadjazenzmatrix initialisiert. Und das P machen wir jetzt wie folgt. Also der Weg von I nach J ist zunächst mal J, falls es eine Kante gibt. Ja, und ansonsten ist es undefiniert. Ja. Okay, und in derselben Schleife, die wir vorher hatten, ne, also das ist dieselbe Schleife, die wir vorher hatten, über alle I, J und K, ja, jetzt alle K, J und I ist völlig egal, können wir Folgendes machen. Also falls wir tatsächlich dieses Update machen, ja, falls wir hier aktualisieren müssen, nehmen wir zusätzlich auch K an die Stelle I und J auf. Ja, das ist sozusagen der Knoten, über den der kürzeste Pfad geht. Ja, das heißt also, P speichert für zwei Knoten. Ja, jetzt nicht, also dieser kürzeste Pfad wird vermutlich im Allgemeinen nicht nur über einen Knoten gehen, sondern über mehrere Knoten gehen. Ja, das heißt, was wird dann da letztendlich gespeichert? Da speichert tatsächlich den zentralen Knoten des optimalen Pfads. Ja, und über diese zentralen Knoten in dieser Matrix hier kann dann tatsächlich die Pfadrekursion rekursiv laufen. Ja, das heißt, das ist sozusagen das Feature dieser Wegeinformation. Wir speichern, falls wir einen Knoten gefunden haben, über den es schneller geht, von I nach J zu kommen, speichern wir diesen Knoten auch jedes Mal. Ja. Und im Endeffekt steht dann in diesem P sozusagen der zentrale Knoten, sozusagen der letzte Knoten drin, der notwendig war, um dieses I und J nochmal, diesen Pfad nochmal schneller zu machen. Ja, das heißt, überall hier steht sozusagen der zentralste Knoten zwischen diesen beiden Dingern drinnen, außer es gibt keinen, weil es die direkte Kante ist die schnellste, dann ist das ja mit J sozusagen initialisiert. Ja. Und über diese Matrix können wir jetzt eben für jedes beliebige Paar I und J tatsächlich den kürzesten Pfad auch rekonstruieren, welche Knoten tatsächlich für diesen kürzesten Pfad verantwortlich sind. Ist das nicht toll? Das ist super. Also das ist das zusätzliche Feature, das wir beim Dijkstra sozusagen, ja, das können wir beim Dijkstra natürlich auch speichern, aber natürlich wird das hier sozusagen on the fly mitberechnet und auch recht kostenneutral, sage ich jetzt mal, also einigermaßen effizient, nämlich in dieser Matrix V kreuz V, also V Quadrat Speicherplatz, tatsächlich auch gespeichert und verwaltet. Ist also eigentlich gar nicht so schlecht. Und jetzt schauen wir uns natürlich ein Beispiel an, wie das Ganze funktioniert. Also nochmal, der wesentliche Punkt ist eigentlich die Initialisierung von der ganzen Geschichte. Die Kostenadjazentmatrix kommt in das Kostenresultat und diese Wegeinformation wird initialisiert immer mit dem Zielknoten. Okay, gut. Und dann ist die einzige Geschichte diese drei verschachtelten Schleifen, ne, über alle K. Und jetzt dann über alle Paare I und J muss ich gucken, macht das K, der Weg über K, das Ganze schneller oder besser oder kostengünstiger als das, was ich bisher schon habe.
Ja? Und wenn das so ist, dann muss ich die Matrix, die Kostenmatrix, die Ergebniskostenmatrix D anpassen mit dem Minimum. Und ich muss diesen Knoten, der das neue Minimum sozusagen darstellt, in diese Matrix P, in diese Wegeinformation mit reinlegen. Das ist eigentlich alles. Ja? So läuft der Algorithmus. Und das schauen wir uns jetzt natürlich an einem Beispiel an. So, hier ist das Beispiel, hier ist der Graph A, B, C, D mit den entsprechenden Kanten. So initialisiert wird das Ganze eben mit der Kostenadjazenzmatrix, das heißt also von A nach B, von A nach A natürlich erstmal 0, von A nach B ist die 5, von A nach C ist die 2, von A nach D gibt es keinen direkten Pfad, deshalb unendlich. Von B nach A gibt es auch keinen direkten Pfad, deshalb hier die unendlich. Von B nach C, von B nach B ist natürlich 0, von B nach C ist die 8 und von B nach D gibt es auch keinen direkten Pfad, keine direkte Kante, also auch hier unendlich und so weiter und so weiter. Ja? Und genauso wird dieses P initialisiert, ja? Das heißt also, der Weg von A nach A ist natürlich A, von A nach B wird jetzt das Ziel genommen, also B, da gibt es eine Kante, von A nach C gibt es eine Kante, deshalb wird C genommen und von A nach D gibt es keine Kante, deshalb bleibt das zunächst mal leer. Ja? So, von B nach A gibt es keine Kante, also leer, von B nach B gibt es eine Kante, beziehungsweise ist trivialerweise B, von B nach C gibt es eine Kante, also kommt das C hier rein und von B nach D gibt es keine Kante. Okay, ja. So, und so weiter und so weiter. So, jetzt wird eben, wie gesagt, über alle Knoten iteriert. Das heißt, wir schauen uns jeden Knoten jetzt der Reihe nach an und müssen die Adjazenzmatrix auf, also möglicherweise, beziehungsweise diese beiden Matrizen, diese beiden Ergebnismatrizen möglicherweise updaten. So, als erstes schauen wir uns A an. Und jetzt ist die Frage, gibt es einen kürzeren Pfad von irgendeinem Knoten über A? Ja? Und tatsächlich, um das Ganze abzukürzen, gibt es nur eine Sache, wo wir eingreifen müssen sozusagen. Ja? Tatsächlich von D nach C über A geht es schneller, ja? Weil von C nach D, von D nach C, das ist dieser Eintrag hier, gibt es keine Kante. Aber wir kommen jetzt über A zu C, von D aus. Ja? Und das hat die Kosten 4 plus 2. Ja, das ist kleiner als unendlich, die Kosten unendlich von D nach C. Deshalb setzen wir hier jetzt eben 6 ein, Kosten hier ein. Und wir setzen den Knoten ein, über den wir gegangen sind. Das ist das A. Ja. So, dann nehmen wir als nächstes den Knoten B. Der Knoten B macht es nicht schneller, macht keinen einzigen Pfad schneller. Ja, ist so. Können wir uns, glaube ich, auch relativ gut, ja, also das Einzige, was passieren könnte, wäre, über D komme ich auch zu C, das ist aber 6 plus 8 sind 14 und das ist auf jeden Fall größer als die 6, deshalb bleibt die 6 hier stehen, ja, und was komme ich noch, ich komme von A über B nach C, von A nach C gibt es aber schon eine direkte Kante mit 2, ja, und von A über B nach C hätte die Kosten 5 plus 8 ist 13, das ist größer als die 2, deshalb bleibt das hier alles gleich. Ja? So, als nächstes schauen wir uns C an, auch hier vielleicht als Abkürzung. Ich kann jetzt eben über C von A nach D kommen, von A nach D ist bisher unendlich gewesen, über C komme ich jetzt schneller nach D von A aus, nämlich mit den Kosten 2 plus 9. Deshalb kommt hier die 9 rein und hier natürlich in die P-Matrix das C. Ja? Und dasselbe geht von B nach D, also von B nach D gibt es keine Kante, da gibt es unendlich bisher. Und jetzt komme ich über C, ja, ich betrachte ja gerade den Knoten C, von B über C nach D kostet mich 15. Ja? Also hier die 15 rein und auch hier die C. Ja, und dann haben wir nur noch den letzten Knoten D. Und über das D kriege ich natürlich jetzt tatsächlich auch die fehlenden, sozusagen, ja, die fehlenden Kanten noch rein. Ne? Also ich komme über das D von, was haben wir hier, von B nach A. Von B nach A komme ich nicht direkt, da komme ich aber über, was habe ich hier?
über, jetzt habe ich selber gerade einen Hänger, über, ja, über C, dann nach D und dann nach A. Ja? Das ist sozusagen ja, der Weg, den ich gehen kann, der einzige Weg, den ich gehen kann, und das hat die Kosten 19. Ja? Und dasselbe geht für von C nach A, von C nach A geht mit den Kosten 11 und von C nach B geht mit den Kosten 13 offensichtlich. Genau. Und dementsprechend muss ich jeweils hier die Knoten D hier unten in die P-Matrix einbauen. So, das war im Prinzip der Floyd-Algorithmus in Aktion. Ja. Also eigentlich ist er, wie gesagt, relativ easy. Ich muss jeden einzelnen Knoten betrachten und dann gucken, welchen Pfad macht er kürzer. Und das geht relativ einfach, indem ich mir anschaue, gehe ich über den Pfad, wird das über den Pfad schneller oder nicht? Und wenn ja, updaten, wenn nein, dann alles so lassen, wie es ist. Ja? Das war's. Gut, kurze Diskussion an der ganzen Geschichte. Also erst einmal der Punkt noch, das Ganze ist natürlich jetzt auch kubisch. Also letztendlich haben wir nicht viel gewonnen. Ja? Es sind drei verschachtelte Schleifen. Das heißt, ich habe wieder V hoch 3. Platzkomplexität ist natürlich V Quadrat. Ich habe zweimal V Quadrat im Prinzip, aber also insofern O von V Quadrat. Ne? Und nur zur Info, es gibt auch den sogenannten Warshall-Algorithmus aus dem selben Jahr von Herrn Warshall, der statt Kosten nur die Existenz von Verbindungen betrachtet, also quasi die transitive Hülle. Das heißt, die innere Schleife läuft auf Boolean-Werten. Ja? Und also Sie sehen hier, werden nur die Boolean-Werte abgefragt. Trotzdem ist das Ganze auch kubisch. Ja? Früher hat man halt mit Boolean-Werten, das war halt ein bisschen Speicherplatz effizienter sozusagen. Früher stand man sehr stark auch auf klitzekleine Speicherplatzoptimierungen. Heutzutage ist das ja alles kein Problem mehr. Deshalb ist Floyd oder Warshall eigentlich relativ egal heutzutage sozusagen. Ja? So, dann noch ein Punkt. Wir haben negative Kanten nicht ausgeschlossen beim Floyd-Algorithmus grundsätzlich. Ja? Also Floyd-Algorithmus kann theoretisch auch mit negativen Kantengewichten arbeiten. Also das C darf wirklich aus R sein. Ja? Also insbesondere einzelne negative Kanten stellen tatsächlich kein Problem für den Floyd-Algorithmus dar, weil die kürzesten Wege typischerweise wohl definiert bleiben. Das einzige Problem sind sogenannte negative Kreise. Ja? Was ist das? Also falls es von V über einen Kreis K einen Weg zu W gibt, ja? Und der Kreis hier, Sie sehen hier, der Kreis hat negative Kosten insgesamt. Ja? Er hat hier mal positive Kosten und insgesamt hat der Kreis aber negative Kosten. Ja? Und falls dieser Kreis negative Kosten hat, dann ist der kürzeste Pfad von V nach W nicht definiert, weil ich dann nämlich sozusagen beliebig oft in dem Kreis rumgehen kann und die Kosten werden nicht schlechter, sondern eher besser, ja? Oder bleiben gleich. Und das ist natürlich schlecht. Ja? Das heißt also, wenn wir hier so einen negativen Kreis haben, Kreis mit negativen Kosten für den Kreis sozusagen, ne? Also von K1 zu sich selber über diesen Kreis hier, sind die Kosten kleiner als 0. Ich habe minus 1, plus 3 sind plus 2, minus 1 sind plus 1, minus 1 sind 0, minus 1 sind und so weiter, also minus 2. Die Kosten von K1 über diesen Kreis zu sich selber zu kommen, ist negativ. Also die Kosten sind negativ. Und dann ist der kürzeste Weg nicht definiert. Falls der Zyklus, also das ist ein Zyklus hier, falls dieser Zyklus hier von den Kosten insgesamt größer als oder größer gleich 0 ist, dann gibt es keine Probleme, dann ist der kürzeste Pfad wieder wohl definiert. Ja? Okay, ja, das war's zum Floyd-Algorithmus und als nächstes schauen wir uns noch den A-Stern-Algorithmus an. Auch ein recht wichtiger Algorithmus, insbesondere in der Praxis, so bei Navigationsgeräten.
wird der A-Stern-Algorithmus ziemlich häufig hergenommen als kürzester Weg-Algorithmus. Ja? Und den schauen wir uns jetzt im nächsten Podcast an. Der Podcast ist schon wieder ziemlich lang geworden. Insofern bis gleich.